schauen wir uns einige Streckenflüge an. Das Ahrntal bietet sich aufgrund der Südostausrichtung für Flüge bis frühen Nachmittag an. Viele Streckenflieger fliegen am Anfang ihrer Strecken über die Ostflanken des Taufradtals ins Pustertal. Über Gitsch, Sterzing kann man ins Riednauntal fliegen. Über Lüsen geht es in die Dolomiten. Über den Kronplatz bei Bruneck zurück ins Taufradtal. Wer jetzt noch weiter fliegt, nutzt die Thermik der abendlich noch angestrahlten West-Nordwest-Flanken des Ahrntals. Streckeneinsteiger können mal die ganze Flanke des Speikbodenmassivs hin- und zurückfliegen. Im Mühlwalder Tal kann man gut landen, falls es nicht klappt. 10 Kilometer kommen so zusammen. Das Ahrntal ist südöstlich ausgerichtet. An jeder der ins Tal laufenden Rippen stehen Thermiken. Mit 2800 Meter Höhe kann man die Querung angehen und thermischen Anschluss bekommen. Falls es nicht funktioniert, stehen viele Landewiesen zur Verfügung und im Tal fährt regelmäßig ein Bus, der auch an der Talstation anhält. Bei vielen Flügen wird über die Ostflanken des Taufradtals ins Pustertal geflogen. An den Wolken sieht man schon, wie gut die Südflanke des Pustertals dann thermisch geht. Der Pilot dreht an dieser Ostflanke. Wir fliegen heute 100 Kilometer FAI-Dreieck auf Zeit. Es ist wichtig zu wissen, wo andere drehen, sonst findet man ja dessen Thermik nicht, wenn man da auch hinfliegen möchte. Als Anhaltspunkt hat sich Folgendes bewährt. Ein Pilot vor einem ist halb so weit weg, wie man glaubt, und dann nochmal näher bei einem. Bei Wolken ist es übrigens andersherum. Die sind immer weiter weg, als man glaubt. Im August entstanden folgende Bilder bei einem 100 km FAI-Dreieck. Dieses habe ich abends mit dem Ahrntal auf knapp 150 km ausgedehnt. Viel Spaß beim Nachfliegen. Die Querung nach Sterzing ist recht lang. Der normale Talwind fließt zum Rosskopf hin. Aufpassen muss man bei nördlichem Höhenwind. Der fließt dann schnell mal über den Brenner drüber, was unangenehm ist, falls man tief kommt. Zurück fliegen viele über den Saun. Ein kleiner Umweg, aber man ist weniger absaufgefährdet, weil man ja nun gegen den Talwind fliegt.